Bletchley Park ist der Name eines Landsitzes in der englischen Stadt Bletchley in der Grafschaft Buckinghamshire und liegt etwa 70 Kilometer nordwestlich von London. BP war die zentrale militärische Dienststelle, die sich im Zweiten Weltkrieg erfolgreich mit der Entzifferung des deutschen Nachrichtenverkehrs befasste. Heute befindet sich dort auch das Nationale Computermuseum Großbritanniens Government Code and Cipher School. Die Government Code and Cipher School zog 1939 ins Herrenhaus von Bletchley Park ein. Hier erhielten britische Kryptoanalytiker die Aufgabe, den geheimen Nachrichtenverkehr der deutschen Wehrmacht zu entziffern. Dazu waren deutsche Verschlüsselungsmethoden zu brechen, wie die Schlüsselmaschine Enigma, der Siemens-Geheimschreiber T52 und die Lorenz-Schlüsselmaschine. Gründe für die Auswahl des Standortes waren: BP war zur Zeit des Zweiten Weltkrieges mit einem Eisenbahnanschluss sowohl nach Oxford als auch nach Cambridge und nach London verbunden. Die Wissenschaftler dieser Hochschulen konnten daher leicht anreisen. BP lag zugleich an einem Telekommunikationsknotenpunkt. Die Leitungen dorthin konnten besonders viele Nachrichten transportieren. BP lag relativ abgeschieden. Fremde wären dort sofort aufgefallen. Punkt. Bis 1973 blieben alle Aktivitäten in und um BP als Top Secret ein streng geschütztes militärisches Geheimnis der Briten. Erst danach wurden die kriegswichtigen Aktivitäten und Erfolge von BP öffentlich bekannt. Die ersten Mitarbeiter der GC und MCS wie Alistair Denniston und Dilwyn Knox waren Veteranen aus der Kryptologie-Abteilung der Admiralität, dem legendären Room 40. Dazu kamen um 1939 hervorragende Mathematiker wie Alan Turing und Gordon Weichmann und auch Historiker, Sprachwissenschaftler und Schachmeister. Die britischen Codebreakers bauten dabei auf Erkenntnissen auf die polnische Codeknacker wie Marian Rejewski, Jerzy Rodzicki und Henryk Zygalski, bereits seit Anfang der 1930er Jahre im polnischen Biuro Schiffrau erarbeitet hatten. Ende Juli 1939, also kurz vor dem deutschen Überfall auf Polen, der den Zweiten Weltkrieg auslöste, trafen sich britische und französische Kryptoanalytiker zu einem Geheimtreffen im Kabaty-Wald von Pyry, nahe der polnischen Hauptstadt Warschau. Auf dieser Geheimkonferenz offenbarten die Polen ihren verblüfften Alliierten ihre bereits seit 1932 erfolgreich entwickelten Methodiken und Gerätschaften, mit denen es ihnen gelungen war, den von der deutschen Reichswehr und später von der Wehrmacht mit Hilfe der Rotor-Schlüsselmaschine Enigma verschlüsselten Nachrichtenverkehr zu entziffern. Mit diesem Anschub konnten die britischen Codebreaker mit Ausbruch des Krieges einen erneuten Angriff auf die deutsche Maschine starten, der es ihnen in der Folge ermöglichte, die verschlüsselten deutschen Funksprüche nahezu kontinuierlich zu entziffern. Im Jahr 1943 wurde in BP der Röhrencomputer Colossus, ein Vorläufer heutiger Computer, in Betrieb genommen. Er diente zum Entziffern des deutschen Fernschreibverkehrs, der mit Hilfe der Lorenz-Maschine verschlüsselt war, von den Briten Tunny genannt. Der Bruch der deutschen Verschlüsselungen in BP ab Januar 1940 lieferte den Briten während der Luftschlacht um England wichtige Erkenntnisse über Stärke und Standorte deutscher Luftwaffenverbände. In Verbindung mit den Ortungen des Chain-Home-Radarsystems konnten der RAF wichtige Hinweise für den Einsatz der britischen Jagdgeschwader gegeben werden. Durch das Abhören des Funkverkehrs des deutschen Afrikakorps konnten etliche Erfolge gegen die Nachschublinien im Mittelmeer erzielt werden. Auch im Vorfeld deutscher Offensiven erwies sich das Abhören als effektiv. Auf deutscher Seite kam der Verdacht auf, der Schlüssel könnte geknackt worden sein. Auch bei den Angriffen von U-Booten der Kriegsmarine auf alliierte Nachschubkonvois in der Atlantikschlacht konnte BP mit einer Zeitverzögerung von zunächst etwa 4 Tagen und später in der Regel weniger als einem Tag den mit der Enigma M4 verschlüsselten Funkverkehr von und zu den deutschen U-Booten mitlesen. Dadurch erhielt die alliierte Marineführung die Möglichkeit, Geleitzüge um die deutschen U-Boot-Rudel herumzuführen und die eigene U-Boot-Abwehr zu verbessern. Geleitflugzeugträger
Langstreckenflugzeuge und mit Sensoren und Radar zur U-Boot-Jagd ausgerüstete Schiffe wurden an die Aufstellungsräume der U-Boote herangeführt. Durch das langfristig aufgebaute Täuschungsmanöver, bei dem Bletchley Park die entzifferten Erwartungen des Oberbefehlshabers West und der Abwehr in deren Funkverkehr mit Berlin nutzte, täuschte die alliierte Seite über den Beginn der Landung in der Normandie hinaus eine fiktive, viele Divisionen starke, nahe dem Kanal stationierte Einston US Army Group vor, die bei Invasionsbeginn die deutsche Panzerreserve und viele andere militärische Kräfte in Nordwestfrankreich und Belgien band. Weil die deutsche Seite mit einer zweiten, noch größeren alliierten Landung bei Calais rechnete, trotz aller britischen Vorsichtsmaßnahmen hatte die Sowjetunion in Bletchley Park einen Agenten namens John Cairncross platziert. Allerdings gaben auch die Briten selbst wichtige Informationen aus dem deutschen Nachrichtenverkehr, die sie in Bletchley Park entziffert hatten, an Stalin weiter, wenn sie die Ostfront betrafen, da sie selbst ihrem Verbündeten gegenüber keineswegs die Quelle offenbaren wollten. Spielten sie die Informationen zunächst dem schweizerischen Nachrichtendienst zu, der die Erkenntnisse an Rudolf Rössler weitergab. Dieser funkte die Informationen, die er angeblich von einem Informanten mit dem Decknamen Werther erhalten haben wollte, aus der Schweiz direkt nach Moskau weiter. Da die Informationen sich immer wieder als zutreffend erwiesen, vertraute man ihnen in Moskau bald uneingeschränkt. So erlangten die Sowjets Erkenntnisse über deutsche Angriffspläne, die ihnen dabei halfen, die größte Panzerschlacht im Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Organigramm, die Government Code and Cipher School war auf dem Höhepunkt des Krieges 1942 in verschiedene Hoods gegliedert. Der englische Begriff spiegelt den provisorischen Charakter der kleinen Holzgebäude wider, in denen die Codeknacker abteilungsweise untergebracht waren. Die Bezeichnung Hood für die einzelnen Abteilungen wurden später größtenteils auch nach dem Umzug in solidere Steingebäude beibehalten. Hood 1 wurde als erste Baracke bereits im August 1939 unter der Leitung von Captain Hubert Faulkner, eines lokalen Bauherrn und Besitzer des Geländes, errichtet. Als 40 pro 16 Fuß breite Holzbaracke war Hut 1 Heimat der ersten Morse-Code-Abfangversuche. Der Bletchley Park Sick Bay First Aid Post war hier beheimatet, als am 18. März 1940 die erste Turing-Bombe, Victory, getestet wurde. Der First Aid Post wurde Mitte März 1943 in Raum 36 der Menschen verlegt. Im selben Monat wurde das Transport Office nach Hut 1 verlegt und im Juli 1943 eröffnet. Mindestens 1945 war in Hut 1 auch die Feuerwache untergebracht. Punkt. Hut 2, ebenfalls im August 1939 unter der Leitung von Hubert Faulkner errichtet, verkaufte Lebensmittel an die Mitarbeiter und ab dem 25. Februar 1943 zu bestimmten Zeiten auch Bier. Bis Mai 1942 beinhaltete Hut 2 eine Leihbibliothek. Ab Mitte 1942 fanden in Hut 2 jeweils eine Stunde Lektionen über Seesprache der Deutschen und Italiener statt. Im Juni 1942 wurde das Gebäude als Notaufnahme während Übungen unter dem Titel Bletchley Park in Danger verwendet. 1946 wurde Hut 2 abgerissen, das Gelände wurde fortan als Parkplatz verwendet. Punkt. Hut 2a sollte im Juli 1941 das Transportbüro beherbergen, dieses wurde jedoch in Hut 9 untergebracht. Da keine weiteren Indizien zu Hut 2a existieren, wird spekuliert, dass es nie erbaut und stattdessen ganz in Hut 9 übernommen wurde. Punkt. Hut 3, ebenfalls im August 1939 unter der Leitung von Hubert Faulkner errichtet, war das Hauptquartier für die Auswertung der Enigma-Funksprüche von Wehrmacht und Luftwaffe. Die Codes wurden an Hut 6 und auch an das Entzifferungssystem Fisch weitergeleitet. Im Gegensatz zu anderen Fernmelderäumen stand Hut 3 unter der Leitung von Group Captain Winterbourne, einem des Auslandsgeheimdiensts, und auch das Personal gehörte fast ausnahmslos zur Hut 3 stand ab Januar 1940 unter der Führung von Commander Saunders, ab Anfang 1942 unter Wing Commander Eric Jones, der als Sektionsleiter fungierte. Auch nach dem Umzug der gesamten Sektion im Februar 1943 nach Block D wurde der Titel Hut 3 beibehalten und der vorherige Hut 3 in Hut 23 umbenannt. Punkt.
Hutdreier war vermutlich eine 1940 von Nigel de Grey verwendete Holzbaracke, wo die Ergebnisse von Hut 3 studiert wurden. Vermutlich wurde dies später vom Intelligence Exchange übernommen. Im Februar 1943 wurde Hutdreier in Hut 23a umbenannt. Mitte 1943 sollte Hutdreier neu errichtet und für Ingenieure bereitgestellt werden, dazu kam es jedoch nicht. Punkt. Hut 3b war Anfang Mai 1942 Arbeitsort der Untersektion für nichtdeutsche Luftfunksprüche, diese musste jedoch nach Hut 10a ziehen, damit in Hut 3 die 6 Intelligence School aus Biomanoa arbeiten konnte. Vermutlich wurde Hut 3b im Februar 1943 in Hut 23b umbenannt. Punkt. Hut 3e sollte im März 1942 die 6 Intelligence School aufnehmen. Da keine weiteren Details über Hut 3e bekannt sind, wird spekuliert, dass sie in die 15-Serie aufgenommen wurde. Punkt. Hut 4 übernahm die Entzifferungen von Hut 8 und wertete sie militärisch-taktisch aus. Punkt. Hut 6 unter der Leitung zunächst von Gordon Welchmann und seinem Stellvertreter Colonel Hugh O'Donnell Alexander arbeitete an der Entzifferung der von Heer und Luftwaffe mit der Enigma verschlüsselten Funksprüche. Nachdem Alexander im Oktober 1941 zur Hut 8 wechselte, wurde Stuart Milner Berry sein Nachfolger als Deputy, bevor er schließlich im Herbst 1943 in Nachfolge von Welchmann Chef der gesamten Hut 6 wurde. Punkt. Hut 7 unter der Leitung von Newfons befasste sich mit japanischen Marineverschlüsselungen. Hut 8 unter der Leitung von Alan Turing und ab Oktober 1941 seinem Stellvertreter Hugh Alexander befasste sich mit der Entzifferung von Funksprüchen der Kriegsmarine, die zur Verschlüsselung die Enigma M3 und die Enigma M4 benutzen. Hut 10 beherbergte die meteorologische Abteilung. Punkt. Hut 11 war 1940 Standort der ersten Turing-Bombe und ab dem Jahr 1943 Sitz der Newman Re, einer Abteilung unter der Leitung von Max Newman, die sich mit der Entzifferung von Fernschreiben befasste, die mit dem Lorenz-Schlüsselzusatz SZ-42 verschlüsselt waren. Punkt. Hut 14 war das Gebäude, in dem sich die wichtigsten Fernschreiberverbindungen insbesondere zum Außenministerium in London befanden. Punkt. Trivia und kultureller Einfluss. Die Situation und Atmosphäre in Bletchley Park sind wesentliche Bestandteile des Romans Enigma von Robert Harris von 1995 und des darauf aufbauenden Films Enigma, das Geheimnis von 2001. Der Film The Imitation Game, ein streng geheimes Leben aus dem Jahr 2014, spielt zu großen Teilen in Bletchley Park.